Und wieder mal gibt es eine brutal ehrliche Hotelkritik. Und zwar dieses Mal aus dem The Sofitel in Dubai, The Obelisk. Viel Vergnügen. Ich meine, wenn der Hund schon so anfängt, ja? Leere Tücherbox und kein Wasser. Es war kein Wasser da. Ich habe dann eins bekommen, jetzt heute Morgen. Aber gestern, wie ich hier ankam, war kein Wasser auf dem Zimmer. Was war denn eigentlich noch alles nicht auf dem Zimmer? Und wie war eigentlich dieses Hotel? Ich meine, das ist ein neues Hotel. Sofitel Dubai The Obelisk. Meine Güte, denkt man. Wow, was habe ich schon gesehen? Ich habe Influencer-Videos gesehen, ich habe Influencer-Fotos gesehen und jeder war davon begeistert. Bis der Hund kommt. Ja, wenn der Hund kommt, dann kommen die Fakten auf den Tisch. Das ist nun mal der Unterschied. Wenn man sich einfach nur ein Hotel so anguckt, das kann man ja tun, das gibt es ja bei dem Horn auch, nämlich die Roomtour. Die könnt ihr euch angucken. Da seht ihr nur das Hotel, wie, was, wo. Aber wenn es um Fakten geht, dann braucht es eine Review und zwar eine echte, brutal ehrliche Hotelkritik. Bin wieder sprachlos. 5-Sterne-Luxushotel über das, was wir reden hier? Also, ich meine mal ganz ehrlich, kommen wir mal zu den Fakten. Es ging schon extrem los. Ich sag mal eigentlich positiv, weil. Bin mit dem Chauffeur schön angekommen, hab hier ja einen Doorman gehabt, der meinen Koffer nehmen wollte. Und habe ich gesagt, nein, das nehme ich lieber selbst, sehr gerne. Ich sag, wo ist denn die Rezeption? Ja, direkt hier rein, wunderbar. Also, das Hotel, man kommt hier rein, macht einen fantastischen Eindruck. Es geht wirklich gut los. Man denkt, oh, die Influencer haben recht gehabt, ja? Oder so. Ja, wirklich. Weil dann ist dieser Adler, der einem so vor dieser Rezeption über einem droht. Dann sah ich mehrere Personen an der Rezeption stehen. Ist ja auch schon mal ungewöhnlich. Speziell bei Accor-Hotels. Wir reden hier von einem Accor-Hotel. Also habe ich gedacht, es könnte gut losgehen. Komme also an diesen Schalter, möchte also einchecken, kam eine, ja, ein junges Mädchen, die, wie ich rausbekam, dann ganz frisch da war. Also die sagte, hallo, was kann ich für Sie tun? Ich sage, ich wollte ganz gerne einchecken. Sagt sie, oh, Sie kommen aus Deutschland? Ich sage, ja, ich bin auch aus Deutschland. Ich sage, das ist ja toll. Da konnten wir uns also auf Deutsch unterhalten. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde, wenn es solche Servicemöglichkeiten gibt, dass jemand aus einem Land kommt, der die Sprache spricht, oder es spricht jemand die Landessprache, ist das ja für ein Hotel hervorragend, für mich als Gast fantastisch, weil ich dadurch natürlich vielleicht mich ganz anders formulieren, artikulieren kann, als das zum Beispiel in Englisch zu tun. So, also bedeutet, ich war positiv weiter beeindruckt und dachte, tolles Entree. Tolle Geschichte, ich kann jetzt auf Deutsch auch noch alles klären und so. Da haben wir das also gemacht, haben wir also eingecheckt. Da stellte sich heraus, dass dieses junge Mädchen woher kam und ich sollte noch nicht ahnen, was auf mich zukommt. Sie kam aus dem Novotel in München Airport. Wenn dem einen oder anderen das vielleicht nicht sagt, weil er vielleicht frisch und neu bei der Hon ist, dann empfehle ich euch eine Hotelkritik, nämlich Novotel, brutal ehrliche Hotelkritik von der Hon. Novotel München Airport. Müsst ihr euch angucken. Grundsätzlich ja kein schlechtes Hotel, aber Novotel. Dieses junge Mädchen, die an der Rezeption mich eincheckte, kam also vom Novotel. Normalerweise würde ich sagen, ja, ich blieb erstmal positiv und stellte dann im Endeffekt fest, um es kurz zu machen, keine Ahnung. Die hatte keine Ahnung. Wie soll ich das nur erklären? Also, wie erklärt man das einem Kind, speziell einem Kunden? Heißt also, die hat für jede Geschichte nachgefragt. Und vor allen Dingen hatte sie keine Ahnung, ob wir umsonst Frühstück kriegen, ob es eine Club Lounge gibt. Also und und. Bis ich dann gesagt habe, gibt es ja eine Club Lounge. Ja, da könnte ich doch vielleicht auch dort einchecken. Weil sie ja permanent anrufen müssen und gar nicht wissen, ob das Zimmer frei ist oder wie sie das jetzt alles machen sollen und so weiter. Also, sie hat dann von mir, ich würde sagen, nicht überreden lassen, aber sie hat dann verstanden, hat gesagt, oh, der Mann hat vielleicht recht. Also ging sie mit mir zum Aufzug, wir fuhren nach oben. Da war wirklich eine Lounge, schon mal angenehm, im 51. Stock. Dazu gibt es noch mal eine spezielle Geschichte, die darf ich euch empfehlen bei der Hon Klartext. Auf dem YouTube-Kanal der Hon Klartext unbedingt mal rübergucken. Sofitel, alles umsonst. Ja? Müsst ihr euch mal angucken. Ist eine ganz interessante Geschichte, die ich dabei noch hier gedreht habe. Also wir kommen oben an, dort saß jemand hinter diesem Computer, völlig überfordert. Das sah ich schon, dass die völlig überfordert war. Das junge Mädchen war ruckzuck weg und die junge Frau, die überfordert war, die wollte gleich Geld. Guck mal, so ging das los. Also ich habe, weil ich ja mit Punkten bezahle, ich bin ja gerade dabei, meine restlichen Punkte wegzukriegen. Sonst würde ich gar nicht hier in so einem Accor-Hotel übernachten. Auch nicht in Dubai. Auch nicht das Obelisk. Es hatte mich nur interessiert, weil ich noch Punkte hatte und dann kriege ich die sozusagen weg. Und ich hatte
Also ich glaube, Luxury gebucht und man hatte mir dort jetzt, also unten an der Rezeption, schon diese Karte gegeben und die versprach eine Suite, also ein Upgrade. Das war ja auch schon ungewöhnlich, ja. Aber ich dachte da erstmal gucken, was da eine Suite heißt, ja. So haben wir also diesen Check-in gemacht. Ich habe dann noch den restlich in Währungen da bezahlt und das war nur noch ein ganz kleiner Betrag. Der Rest war sozusagen eine Gratisübernachtung für die 2 Nächte. Ich bin ja 2 Nächte hier. Und dann bin mit dem Schlüssel. Man tippt da ja eine Nummer ein im Fahrstuhl. Grundsätzlich eine gute Idee, aber schade, es ist keine Sicherheit da. Es gibt keine Sicherheit, wo man also dran geht, sondern es kann jeder von außen reinkommen und irgendwas drücken. Und der Fahrstuhl funktioniert. Ich weiß nicht, warum man dieses System, man hat dieses System und benutzt es gar nicht. Aber dazu habe ich nochmal einen extra Klartext gemacht. Müsst ihr euch angucken bei Klartext. Ich also in die Suite da rein und dachte, was stinkt denn hier nach Zigarette? Da war das eine Rauchersuite. Ich meine, das ist eine Frechheit, ehrlich, ganz. Also wirklich, da habe ich keine Worte. Also ich sofort wieder meine Sachen gepackt, nach oben in die Lounge und habe gesagt, pass mal auf, ich wollte ein Nichtraucherzimmer. Jetzt komme ich da oben an, keiner mehr da. Also ich wieder runter zur Rezeption. Da unten das junge Mädchen dachte, oh Gott, lieber nicht zu der, mal gucken zu einer anderen. Ich sage zu dem, pass auf, das ist eine Rauchersuite, ich hätte ganz gern was anderes. Jetzt sagte der, ja, das Hotel ist aber ziemlich voll. Heißt also, das war eine Suite so im 20. Stock, das hat ja 50 Stockwerke. Und hier gibt es, ich wusste das, hier gab es, ich glaube, noch 4 weitere Suiten, die frei waren. Die waren natürlich noch etwas in der Kategorie höher. Aber man hat gesagt, da kommt der Mann nicht rein, dem geben wir das nicht, weil wir haben sonst keine andere Suite, da müssen Sie eben nur in das Zimmer, was Sie eigentlich gebucht haben. Guck mal, da wurde ich sozusagen upgegradet und downgegradet. Vorab, das habe ich noch nie erlebt. Aber was gibt es denn bei Accor sowas? Naja, nicht nur, es kann man auch bei Bonvoy erleben. Ich sage jetzt immer vom Hotel abhängig. Also hat man mich von der Suite wieder downgegradet in ein Luxury-Zimmer, da bin ich jetzt. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, ich übernachte doch und schlafe doch besser und lieber in einem kleinen Zimmer, wo ich weiß, das stinkt nicht nach Zigaretten, als wenn ich überall hinfasse, die Gardinen, ich habe das Ding aufgemacht, das hat so nach Zigaretten gestunken. Das war ein Albtraum und das war für die offiziell eine Nichtrauchersuite. Also habe ich gesagt, ich gehe hierher. Es war eine gute Entscheidung. Ich habe hier gut geschlafen, die Betten sind ja fantastisch. Es ist hier aber insgesamt im Hotel und das habe ich schon bemerkt, wie ich unten war. Das habe ich in der Suite bemerkt und hier habe ich es auch gemerkt. Hier ist ein Muff in diesem Hotel. Also wisst ihr, so ein feuchter Muff. Das liegt natürlich daran, diese Airconditions, die laufen nicht wirklich rund, die sind nicht gut eingestellt, das rieche ich. Also das weiß ich und auch diese Bettsachen, die riechen so nach Brötchen. Wisst ihr, das ist ein ganz spezieller Geruch. Also wer das nicht kennt, das ist schwer zu erklären, aber ich kenne das. Also ich weiß, wenn man dann sozusagen die Klimaanlage abstellt und die Kühle nicht mehr einsetzt, fängt das ja an, etwas wärmer zu werden im Raum. Und dann entwickelt sich entweder Wärme, trockene Wärme oder diese feuchte Wärme. Und hier in diesem Haus, ich gehe davon aus, das haben die, wie die das gebaut haben, ist der Beton noch feucht oder ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, es gibt sicherlich einen Grund, warum das eben in diesem Haus, also in diesen Häusern so extrem drin ist. Und ich habe das auch schon in manch anderem Haus gehabt. Aber hier in Dubai extrem, in diesem Sofitel, weil man das eben wirklich riecht. Also es hat so ein. Und ich bin da feinfühlig. Ich rieche auch, wenn es schimmelt. Ich werde nie vergessen, Singapurs Novotel, auch empfehlenswertes Video, wo ich da mal so über die Lamperie geguckt habe. Ja? Und da war alles dick voll Pilzen und Staub. Also ich hatte ja sofort Allergie, weil ich dann sofort bei mir alles zugeht. Da wusste ich schon, in diesem Zimmer kann ich gar nicht übernachten. Hier ging es, also hier war jetzt nicht allergisch was, aber es ist eben feucht, bisschen muffig und naja, was ja auch hier fehlt, ist so dieser klassische Sofitel-Duft, den die ja immer in diesen Sofitels eigentlich überall haben. Hier ist der nicht oder wenn nur so ganz minimal, aber ich hatte das Gefühl, hier war gar nichts. Was aber interessant war, ist, dass ich gedacht habe, ich komme aufs Zimmer und ich kriege irgendwie ein kleines Benefit. Also irgendwas Nettes, ein Treatment oder sowas. Nichts. Hier war weder Wasser auf dem Zimmer, auch nicht hier, auch nicht in der Suite. Die waren einfach, und das war es der Fakt, nicht auf mich vorbereitet. Und ich meine, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie kann man uns Kunden so entgegenkommen? Also indem man sagt, ob sie kommen oder nicht kommen, ist uns völlig wurscht. Also ich meine, gerade in Zeiten wie jetzt, da muss doch wirklich der Service an vorderster Front stehen. Da muss man doch in einem 5-Sterne-Luxushotel, wir reden nicht von einem Novo oder ich sag mal von so einem Ibis oder sowas, sondern wir reden von einem nagelneuen, ein Jahr altes, gerade ein Jahr altes Hotel. Ein 5-Sterne-Luxushotel, wo
ich weiß gar nicht, die schlechtes Personal haben? Auch noch ein deutscher General Manager. Also was für eine Peinlichkeit, kann ich da nur sagen. Also ich finde das extrem peinlich. Weil ich weiß ja noch, dass Sofitel hier in Dubai, das andere in der City, das wurde ja damals auch von einem deutschen General Manager, der ja in Bangkok mittlerweile ist und in Pattaya dort auch ein anderes Hotel noch leitet. Die haben das ja damals hier auch angefangen. Das war sensationell. Wie die weggegangen sind dann nach Bangkok, ist dieses Hotel, das Sofitel, regelrecht nach unten gegangen. Also das bedeutet, das war ein tolles Haus und ist weg. Und hier ist ein Deutscher und er kriegt es nicht hin, einen Service zu leisten, wo noch nicht mal eine Grußkarte hier ist, wo noch nicht mal irgendwie ein Mini-Treatment von, ich weiß nicht, einem Stück Schokolade da ist. Also das ist doch peinlich. Und dann waren, ich sag mal, an der Rezeption eben der Duty-Manager, also das heißt der Manager on Duty, dem ich dann gesagt habe, wissen Sie, Das ist unerträglich. Also ich würde am liebsten das Hotel wechseln. Dieses Entree, was Sie mir hier also anbieten, ist sozusagen, als ob Sie mich gar nicht haben wollen. Und wenn Sie mir das Gefühl vermitteln, muss ich Ihnen sagen, dann möchte ich eigentlich gehen. Jetzt habe ich aber das alles so bezahlt und ich habe meine Punkte da eingesetzt. Gott sei Dank, ich sage ja, es sind nur noch ein paar, noch einmal irgendwie eine Sofitel-Übernachtung, vielleicht im Januar, Februar. Die haben das ja auch jetzt über ein Jahr verlängert. Man ist ja jetzt noch mal ein Jahr länger Platinum-Member. Dann werde ich das wahrscheinlich, die restlichen Punkte, die ich noch habe, die werde ich einsetzen im Sofitel in Singapore City Center, weil da ist man ja wenigstens, Gott sei Dank, gut untergebracht. Also da gibt es noch einen tollen Service und vor allen Dingen eine tolle Club-Lounge. Die Club-Lounge hier ist natürlich, ich sag mal, fantastisch, gar keine Frage, weil sie ist im 51. Stock, man hat ein 360-Grad-Roomview. Also das ist für eine Nacht, wenn man hier ist, sicherlich eine interessante Geschichte. Das kann man auch machen. Man kann hier wirklich eine Nacht sein. Aber zwei, drei, vier Nächte, um Gottes Willen, da gibt es hier viel bessere Hotels, fantastische Hotels. Ja, müsst ihr auf jeden Fall bei Honmar gucken. Es gibt wirklich also ganz tolle Hotels hier in Dubai. Und von der Seite, da sind wir natürlich im Luxussegment auch was verwöhnt, oder nicht? Und es geht ja hier nicht nur ums Verwöhntsein, sondern es geht natürlich auch darum, dass nicht einzusehen ist, dass man eine Leistung, die wir bezahlen, einfach nicht bringt. Also, dass ein Hotel das nicht leistet. Wir sind es wert, guten Service zu bekommen und das ist das, worum es mir ja immer geht. Ich gehe ja hin und sage nicht, pass mal auf, ich möchte gerne etwas haben, wofür ich nicht bezahle. Ich habe dafür bezahlt. Und wenn ich dann auch noch dafür bezahle und bekomme nicht das dafür, dann muss ich sagen, dann ist es das nicht wert. Und vor allem Titanium-Member bei Bonvoyage, Ambassador, da erwartet man doch einfach, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Ich meine, ich bin dann hin, ich habe gesagt, pass auf, ich kann dieser Suite nicht schlafen, auch wenn das ein Upgrade ist. Ich will da auf jeden Fall eine andere und das hat eben nicht in der Form geklappt. Ich habe dann eben mein Zimmer gekriegt, was ich gebucht habe. Und damit war ich dann besser bedient, als wenn ich in dieser furchtbaren Suite gewesen wäre. Auch alles so kalt. Ich muss sagen, dieses Hotel und diese Zimmer, diese Ausstattung, die ist so kühl. Die ist so, oh, also ehrlich, das Badezimmer ist nett, weil das so eine warme Fliese hat. Aber alles andere, muss ich sagen, ist wirklich, ja, Accor Sofitel. Und Accor macht keine Freude mehr. Da ist man wirklich schlecht bedient. Und die anderen Hotels, wo man so hinkommt bei Accor, ja, ist ja auch keine große Freude. Auf jeden Fall habe ich hier deutlich gemacht, dass ich das alles, dass ich damit nicht zufrieden bin. Und es ist auch so, dass der General Manager bis heute noch nicht einmal mir jetzt, ich bin ja zwei Tage, also einen ganzen Tag hier, ich habe extra die Tür sozusagen nicht verschließt, damit man mir nochmal was bringen kann, nichts. Man hat mir bis jetzt noch nicht mal irgendwas nachgebracht, dass man sagen würde, da bringen wir noch was hin. Da ist noch irgendwie für den Herrn Schröder, machen wir noch eine Kleinigkeit, ein Fläschchen Wein oder ein Gläschen Champagner. Ich hätte gesagt, ein kleines Piccolo und ein Champagner und dann hätte man mich schon wieder versöhnen können. Aber nein, die sind nicht bereit und aus dem Grunde muss ich sagen, es ist kein Hotel für Member, absolut nicht. Denn die Leistung, die da oben geboten wird, also ich habe dort gefrühstückt, es gibt diese kleinen Canapés nachher, es gibt ein Croissant, frisches Croissant, das ist okay. Es gibt einen guten Cappuccino, der ist heiß. Ja, aber alles andere ist relative Industrieware, das ist leider so. Hier wird auch in diesem 5-Sterne-Luxushotel nicht diese Top-Qualität geleistet. Die Mitarbeiter sind bemüht, natürlich. Die sind, ja, die kommen ja aus der ganzen Welt hierher und werden zusammengeschustert. Das wissen wir ja in Dubai. Also da kann man jetzt nicht viel sagen. Aber von Qualitäten kann man doch ein bisschen was verlangen. Und vor allen Dingen, die haben ja auch noch leitende Supervisor. Auch da, das hat mich überzeugt. Dieses Hotel ist für mich gnadenlos durchgefallen. Würde ich als Mitglied, und wenn ich jetzt also noch, bin ja noch bis
ein Jahr Platinum-Member, würde ich also nicht mehr besuchen, würde ich dann, ich weiß nicht, lieber in ein anderes Hotel gehen. Also, weil es einfach bessere gibt, weil das Lounge-Thema eben okay war, man hat diesen tollen Blick, aber alles andere, Leistungen, die ich bezahle und die ich als Clubmember nicht erhalte, muss ich sagen, ist dieses Hotel, das Sofitel in Dubai, The Obelisk, bei der Hon durchgefallen.
Sex, es ist Sex. Sexy beat.